Herzlich willkommen hier bei Lukas macht einen Fisch. Heute ist es soweit, heute schlachten wir einen Großteil unserer Tilapia. Ich hätte eigentlich gerne noch ungefähr einen Monat gewartet, bis es soweit ist. Gerade weil dieser Sommer ja ziemlich schlecht war und ziemlich kalt, waren die Tilapia doch eher verhalten im Wachstum. Aber unser Umzug, unsere Situation, die macht, dass wir jetzt eben die Tilapia schlachten müssen. Morgen kommen verschiedene Leute hierher, dann gibt es ein großes Festessen und ich möchte euch jetzt zeigen, wie man 30, 40 Tilapia am Stück verarbeitet, so vorbereitet, dass sie morgen dann in verschiedensten Formen gegessen werden können. Was wir hierzu benötigen, ist zum einen ein sogenannter Totschläger. Der schlägt nicht direkt tot, sondern der betäubt die Fische mit einem Schlag auf das Genick hier. Wir haben ein kleines Messer, mit dem wir den Kiemenschnitt machen, sodass die Fische möglichst schnell ausbluten. Sie spüren von diesem Kiemenschnitt nichts mehr, weil sie sind betäubt in diesem Moment. Und wir haben ein Filetiermesser, mit dem wir die Fische zumindest zum Teil dann filetieren werden, um sie für die verschiedenen Zubereitungsarten vorzubereiten. Natürlich gibt es beim Schlachten von Fischen immer Abfall, das kommt dann hier rein. Wir haben ein Schneidbrett, um die Fische verarbeiten zu können. Und dann, ganz wichtig, wenn die Fische verarbeitet sind, müssen sie so schnell wie möglich gekühlt werden. Wir haben hier ganz viel Eis vorbereitet. Hier kommen die Fische dann rein, sobald sie ausgenommen und teilweise filetiert sind, sodass sie auch morgen, wenn die Leute kommen, immer noch frisch sind. Also, wir sind jetzt hier am Fischbecken. Ich habe hier den großen Kescher hervorgeholt. Mit dem können wir ein paar Fische miteinander fangen. Wir werden die Fische hier rausnehmen. Hier kriegen sie den Schlag auf den Kopf, sodass sie betäubt sind. Die kommen dann hier nach unten. Wir machen hier einen Kiemenschnitt. Dann kommen sie hier ins saubere Wasser. Hier bluten sie aus. Und wenn wir ein paar Fische, 10, 20 Fische beieinander haben, gehen wir nach hinten an den Filetiertisch und dann werden die Fische filetiert. Ja, Sammy. Ja, nochmal. Perfekt. Der Fisch ist betäubt. Man sieht das an diesen kleinen Zuckungen. Das Auge reagiert nicht mehr auf die falsche Position des Fisches. Wir gehen hier rein, wir machen den Kiemenschnitt, durchtrennen die Hauptarterie. Das Blut strömt. Wir können auch die Kiemenbögen noch durchschneiden, quer. Und dann kommt der Fisch ins Wasser, wo er, wenn möglich, ausblutet. Die Fische, wenn sie noch leben, man sieht das gut, die drehen das Auge ab, wenn man sie auf die Seite legt. Seht ihr? Die drehen das Auge ab. Und sobald der Fisch tot ist, sobald er betäubt ist, einen Schlag auf den Kopf gekriegt hat, bleibt das Auge fixiert, auch wenn man den Fisch auf die Seite legt. So sieht man, ob der Fisch noch irgendwie bei Bewusstsein ist oder nicht. Man sieht auch die Fische, sie bewegen sich hier drin wirklich nicht mehr einen Millimeter, sie sind tot. Ja. So, jetzt haben wir mal eine erste Ladung Tilapia. Ihr seht, ich bin pflutschnass. Wir werden jetzt die Innereien entfernen in einem ersten Schritt. Und dann einen Teil der Fische ebenfalls noch filetieren. Ein anderer Teil kommt dann so ganz, als ganzer Fisch auf den Grill. Aber der allererste Schritt, den ich jeweils mache, ist das Entfernen der Schuppen. Ich fahre da wirklich einfach mit dem Messer gegen die Wuchsrichtung der Schuppen. So lösen sich die, zumindest beim Tilapia, in meiner Erfahrung eigentlich am besten. Wichtig auch, dass wir hier wirklich bis an die Ränder gehen des Filets, dass auch da, wenn möglich, keine Schuppen mehr übrig sind. Wenn wir den Fisch entschuppt haben, gehen wir hier in die Kloake rein. Wir fahren mit dem Messer möglichst flach am Fisch entlang hoch. Hier hat es so ein bisschen ein Knorpelteil, da müssen wir etwas fester drücken. So, jetzt ist der Fisch aufgeschnitten. Ziehe ich dann meinen Handschuh ab, der nervt nur. Jetzt kommen hier die Innereien des Fisches zum Vorschein. Die nehmen wir alle raus, so gut es halt geht. So. Auch können wir so die Kiemen entfernen, wenn wir den Fisch ganz machen. Die ziehen wir hier einfach auch so
raus. Unmöglich ganz. Und das ist hier noch so ein Luftpolster. Hier drunter ist die Leber des Fisches, die schneiden wir ebenfalls auf. Die Schwimmblase des Fisches, sorry, die schneiden wir ebenfalls auf. Versuchen wir ebenfalls hier rauszukriegen. Das mit den Kiemen, das muss man wirklich nur machen, wenn der Fisch dann ganz auf den Grill kommt. Oder ich bevorzuge das zumindest, dass dann die Kiemen ebenfalls draußen sind. Wenn der Fisch nachher filetiert wird, ist das nicht unbedingt nötig. Jetzt ist der Fisch soweit gesäubert. Die Kiemen sind draußen, seine Innereien sind draußen. Jetzt noch ein bisschen. So. Und der Fisch wäre jetzt so grundsätzlich ready für den Grill, werden den aber später dann noch filetieren. So, einen Teil der Fische, die wir alle ausgenommen haben, die werden wir jetzt auch noch filetieren. Wir haben die jetzt über Nacht auf Eis gelegt und ich zeige euch jetzt ganz kurz, wie ich das mache. Ich bin ganz bestimmt nicht der talentierteste Filetierer, aber ich kann den Fisch so weit auseinandernehmen zumindest. Ich schneide hier möglichst das ganze Filet den Rücken nach, quasi dem Kopf entlang nach oben. Hier unter der Brustflosse nach unten. So. Dann nehme ich den Fisch, halte ihn mit der flachen Hand fest und fahre hier mit dem Messer den Gräten entlang, genau so, nach unten. Ab ungefähr diesem Punkt stecke ich das Messer durch, fahre bis nach hinten durch, zack. Und im nächsten Schritt trenne ich das Filet ganz sanft mit kleinen Schnitten vom Skelett. Hier ist es wirklich wichtig, dass man sorgfältig arbeitet, dass man wirklich möglichst alles Fleisch vom Fisch dann natürlich auch wegkriegt, runterkriegt. Weil wir haben jetzt diesem Fisch ganz lange Sorge gegeben, wir haben ihn gefüttert, wir haben ihn gehegt und gepflegt. Dann wollen wir auch möglichst viel aus diesem Fisch machen. Einige andere der Tilapia, die werden wir natürlich auch ganz zubereiten. Die kommen dann ganz auf den Grill. Dieser hier wird filetiert und wird dann in einem Teig gebacken. So, das Filet ist soweit fertig. Jetzt kommt jetzt hier zu den anderen Filets. So, das nächste Filet. Möglichst alles Fleisch ist weg. Man sieht das hier, habe ich sehr gut gearbeitet. Hier ist praktisch kein Fleisch mehr übrig. Hier habe ich ein bisschen Fleisch stehen gelassen. Das ist nicht super. Aber nichtsdestotrotz, man sieht, an diesem Fisch ist nicht mehr allzu viel. Man könnte jetzt, wenn man wollte, wenn man Zeit dazu hat, daraus auch noch eine Fischsuppe kochen. Mit diesen Karkassen, die ja sauber sind, die von innen rein befreit sind. Die könnte man jetzt aufkochen, lange kochen, sodass sich auch das letzte Fleisch dann noch rauslöst. Genau, und dann geht's auf den Grill oder in die Pfanne.